Die Fledermaus ist nur ein Mensch. Ein verschlüsseltes Laufwerk. Es scheint zu einem größeren Satz zu gehören. Wenn ich genug davon sammle, sollte ich die Datei lesen können. Laufwerke, so, so. Bin Milliardär, brauch kein Geld. Sieh, es heißt, ein paar von Pinguins Männern sind in der Nachbarschaft. Wir sollen alle nach ihnen. Warum ziehen die das ausgerechnet heute ab? Vielleicht ist alles ein Missverständnis. Haben sich verirrt oder sowas? Oder Freunde besucht? Wie oft ist sowas schon ein Missverständnis? Hab ich nicht. Du hast deine Position verraten. Mist. Gut. Wir müssen den Bastard finden. Sucht überall! Ach Mist. Die verdammte Fledermaus! Granate! Alle in Deckung! Beim nächsten Mal anschleichen ist vielleicht gesünder für mich. Datenpakete. Zeig mal, was du hast. Gemüse? Gemein? Ah ja, das scheint mehrere zu sein. Unwahr. Unwahr ist das Richtige. Gut. Mach auf. Meins. Dann triangulieren wir mal zu Ende. Na gut, Leute, zugehört. Ich weiß, dass ich die diesjährigen Kesselraumkämpfe nach dem Vorfall am Jezebel Plaza eigentlich abblasen sollte. Aber da bist so ein netter Kerl. Auf der Final Sieht Offer. Doch statt. Also bewegt euch rüber zum Schiff, wenn ihr dabei sein wollt. Alles klar? Gut. Der Pinguin und versteckt sich auf einem alten Schiff. Deshalb war er so schwer zu finden. Achtung, verfügbare Einheiten und wurde ein Gewaltverbrechen gemeldet. Warte noch auf den Fall zum Tatort. Ach komm, erst Verbrechen, dann Stufenanstieg. Oh doch, das wird glaube ich ganz cool. Was ist das denn? Polizisten? Tut mir echt leid. Du hast meinen Freeflow unterbrochen. Ich glaube, der hat mich wütend gemacht. Ah! Wer ich? Viel zu viele Leute für meinen Geschmack. Viel zu viele. Boah, ich bin hier gleich nieder, wenn das so weitergeht. Sieht gar nicht so tough aus. Da könnte man die schlaueren Leute ausschalten, das wär's doch mal. Oh.
Geht doch. So, jetzt nur noch das Gemüse. Das Fleisch ist ja weg. Ich krieg's du nicht. Verdammt, woher hat er auf einmal ein Messer? Oh, davon gibt's mehrere. Ja, super. Geht doch. Was ich aber eigentlich wollte, war das. Relais ausschalten. Das lassen mir Daten durchlaufen. Bedrohung extrem. Hm. Nur ein C, schade. Aber immerhin 2000 Punkte. Bing! Ja, komm. Kugelpanzer. Gibt's ja auch so einen Turm in der Nähe, wenn ich schon mal da bin? Ach komm, es ist eine Holzwand, die kannst du doch einfach nur eintreten. Nein, man muss sprengen. Na egal. So, gibt's jetzt hier irgendwo so einen Turm? Ich markiere ihn mal kurz. Er ist auf dem Weg zum Schiff, immerhin. Aber Achtung, kleiner Mini-Spoiler, aufs Schiff werde ich heute sowieso nicht mehr gehen. Vielleicht zum Schiff, aber weiter auch nicht. Jetzt ist mir das Zeug auch noch im Weg. Wie hat er uns gefunden? Wer denn? Scheiße! Bin auf dem Weg. Du hast mich getroffen? Das finde ich doof. Bleib liegen. Abermals hallo. Du wirst feststellen, dass ich die Dinge beschleunigt habe. Naja, so kann man ein Problem wohl auch lösen. Das Ding hat nur kein Problem beseitigt, ist gerade so mein Problem. Warum nicht? Gibt's hier noch ein zweites von denen? Natürlich gibt's hier noch ein zweites von denen. Liegen bleiben. Gute Nacht. Ich
Ich bin enttäuscht, Batman. Du weißt schon, dass es Möglichkeiten gibt, Hindernisse zu umgehen, ohne sie zu zerstören. Ja, wir sind aber unser Zeit. Du hast die richtige Entscheidung getroffen. Die Einsicht, wann man geschlagen ist, ist der erste Schritt zur Besserung. Ach, sei doch ruhig. So. Eben, wer braucht schon Türen? Der hat sogar funktioniert, der Sequencer so weit weg. Ist das doof, schlimm, witzig? Witzig. Ich war sicher, dass du scheiterst. Niemand hat so viel Glück. Du musst damit aufhören. Womit aufhören? Die Straßen zu säubern? Dafür zu sorgen, dass die Polizei ihren Job macht? Das System von Korruption befreien? Ist dir eins davon ein Dorn im Auge? Oder etwa alle? Du benutzt gestohlene Daten, um Leute zu erpressen. Und? Es erfüllt seinen Zweck. Und es ist doch netter als die Schläge, die du so gerne austeilst. Denk drüber nach. Er hat einen Punkt, muss ich sagen. Ach so, verstehe. Aha. Nee, verstehe doch nicht. Oh, sieh eine an, nur der Turm da oben. Ich glaube, an den ist man sogar reingekommen. Ach komm, ich fliege jetzt zumindest den Turm da hinten noch an, in der Nähe des Schiffes, und dann werde ich sehen. Der Pinguin hat Scharfschützen. Wenn ich unbemerkt weiter will, muss ich die Scharfschützen leise ausschalten. Ja, jetzt nicht. Wer ist dieses Jahr der Herausforderer? Das ist ein Typ, Buczynski. Ach ja, hab von ihm gehört. Großer Typ, große Klappe. Nennt sich selbst elektrisch, elektro irgendwas. Stimmt. Warte mal, die lassen den noch nicht seine Handschuhe beim Kampf tragen, oder? Na, das wäre mal schlecht für die Weltquote. Aber hallo, ich hoffe. Ihr macht euch schon Gedanken, das ist manchmal herrlich. Jungs, ihr macht aber Versprechungen. Ich weiß gar nicht, ob ich das einhalten kann. Das soll irre werden. Ja, toll, wenn ihr das sagt. Fast. Gut, für diesen Turm habe ich noch nicht die Ausrüstung. Sehe ich hier irgendwo ein Relais, damit ich speichern kann? Vielleicht reicht das hier auch aus. Lasst euch keine Angst! Was haben wir denn? Oh, du jetzt mit dem Messer, ja? Oh, hört mal auf zu nerven, Jungs. Du willst es also behalten, das Messer, ja? Bleib liegen. Deine anderen Kumpels liegen auch schon. Dem hast du es schon mal gezeigt, hä? Wer bist du? Zivilist, ich sehe schon. Gut, es wurde gespeichert, also würde ich mal sagen, von meiner Seite aus für dieses Mal als dann bis dann vom Polizeirevier aus. Cool. Tschüss.